In diesem Video gibt es einen weiteren physiologischen Aspekt, nämlich was kannst du tun, wenn die Kehle zumacht? Wenn du merkst, irgendwie du kriegst nicht mehr richtig Luft, du weißt zwar, jetzt wäre eigentlich die Stelle, um zu atmen, ich habe nur wenig Zeit und kriegst nicht so viel rein und das Ganze wird schlimmer. Und wenn du dich in einer Auftrittssituation befindest, ist es sowieso irgendwie eine Katastrophe. Je länger du spielst, desto schlimmer wird es. Was kannst du tun? Das erfährst du in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen bei Online-Klarinette lernen mit Praxistipps rund um die Klarinette. Mein Name ist Verena Schuhknecht und wie du ja immer hier auch in der Beschreibung siehst, bin ich nicht nur diplomierte Klarinettenlehrerin und Klarinettistin, sondern ich habe mich auch mit den physiologischen Aspekten unter anderem beschäftigt. Ich habe nämlich eine Fortbildung zur Mentorin Gesunde Musikschule gemacht. Das ist eine Ausbildung, die geht über ein Jahr. Und man lernt vieles, unter anderem eben auch zu den physiologischen Aspekten auf der Klarinette. Und im vergangenen Video hatten wir es ja schon von dem Biss, dass man aufpassen muss, dass man sich nicht verbeißt beim Klarinette spielen. Und heute geht es um etwas Ähnliches, nämlich wenn die Kehle zumacht oder beziehungsweise es wurde eben auch danach gefragt, ist auch ein Wunschvideo. An dieser Stelle übrigens, falls du auch einen Wunsch hast, falls irgendein Thema dich brennend interessiert, du keine Antwort weißt oder zumindest oder vielleicht meine Meinung dazu wissen möchtest, dann hinterlass mir einfach einen Kommentar und dann gibt es dazu vielleicht auch ein Video. Zurück zum Thema. Was ist jetzt eigentlich die Ursache dafür, dass du irgendwie merkst, irgendwie die Lunge ist blockiert, es wandert die Atmung irgendwie so weit hoch, der Kehlkopf ist irgendwie wird auf einmal fest und na, man merkt es jetzt auch an meiner Stimme, irgendwie vielleicht ziehen sie sogar noch die Schultern hoch und ich brauche Kraft und ich komme nicht voran. Letztendlich ist es ein Prozess, der sich hochschaukelt. Du kommst so Stück für Stück in den Teufelskreis und gibt es einfach den Begriff Schnappatmung, den du sicherlich schon gehört hast und der spielt da mit rein. Denn meistens, sehr, 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 sehr oft hängt es eigentlich an der Atmung, in welcher Form auch immer, dass wir Probleme haben beim Spielen. Es ist ein Blasinstrument, aber selbst bei Nichtbläsern kann die Atmung eine große Rolle spielen. Also, Szenario ist folgendes. Du spielst eine Phrase, funktioniert gut. Die nächste funktioniert gut, du merkst, es wird aber etwas enger schon, ja, kannst aber weiterspielen und irgendwie so nach der fünften Phrase denkst du, boah, ich kriege irgendwie keine Luft mehr rein, aber ich muss ja weiterspielen und das wird immer schlimmer. Jetzt, was kannst du stattdessen besser tun? Wir müssen ein neues System etablieren, weil momentan bist du gewohnt, dass das so abläuft und es ist irgendwie normal. Aber wir wollen es anders haben. Wir wollen, dass du bis zum Schluss entspannt ankommst und nicht am Ende so atmen musst. Ja? Und denkst, ja, ich bin durchgekommen, aber meine Stimme ist vielleicht sogar höher geworden. Ne? Der Kehlkopf ist hochgerutscht so ungefähr, aber ich bin am Ende. Viel besser ist es, wenn du vorher schon einen Cut machst und überprüfst, okay, was passiert denn da gerade? Da geht es wieder um die Wahrnehmung, um das Reinspüren. So wie auch in dem anderen Video zum verbissenen Spiel, dass man sich auch das bewusst macht, neben Töne lernen und Rhythmus lernen, dass man auch auf die Atmung mal achtet und dass man so phrasenweise vorgeht. Das heißt, dass du dir auch einfach mal die Phrase sichtbar machst und ein Atemzeichen setzt an die Stelle, wo es eben gehört. Falls du da nicht weißt, wie setze ich Atemzeichen, woher weiß ich, was die richtige Stelle ist, dann findest du hier die Lösung in diesem Video. Okay, das heißt, also Atemzeichen einzeichnen. Du spielst die erste Phrase und überprüfst, fühle ich mich wohl? Wenn das nicht der Fall ist, dann optimierst du, dann überlegst, okay, wie kann ich meine Luft besser einteilen? Muss ich so laut spielen, wenn Forte da steht, nehme ich ein bisschen zurück? Kann ich mich schon während dem Spielen ein bisschen entspannen? Kann ich an Staunen denken? Kann ich an irgendeinen schönen Duft, an irgendeine schöne Landschaft denken? Du merkst, ne, wie sich der Gesichtsausdruck ändert, vielleicht auch, wenn du mir jetzt zuhörst, währenddessen du hörst und das dir vielleicht dann auch visualisierst, was ich so erzähle. Ne? Schöne Blumenwiese, schönen Duft. Du sitzt vielleicht mit einer Bank und hast diese schöne Landschaftsaussicht, auf einer Bank.
hast vielleicht noch ein leckeres Getränk in der Hand, genießt die Zeit. Das ist ein ganz anderes Körperempfinden als, oh, ich muss jetzt diese Phrase spielen, dann bist du schon wieder ganz anders in deiner Spannung. Ja, du brauchst eine Spannung, aber versuch immer wieder, dir vielleicht auch nebenbei mit Bildern zu helfen. Ja, immer wieder, während du spielst, ausrichten. Das geht natürlich nur, wenn du deine Phrase gut geübt hast. Ja, also du kannst nicht immer alles gleichzeitig machen, das wird nicht funktionieren, aber immer mal wieder einfließen lassen, immer mal wieder zurückkommen. Ja, vielleicht hast du die Möglichkeit, an deinem Übeplatz auch irgendwie dir sichtbar eine Notiz hinzupinnen, zum Beispiel jetzt irgendwie Wahrnehmungsschulen oder irgendwas, dass du dich immer wieder auch daran erinnerst, dass du das beim Üben tust. Ja, dann richtest du dich wieder aus. Wie ist deine Kopfposition? Na, das ist auch was, wo wir leicht in Spannung geraten, wenn der Kopf zu weit nach vorne rutscht. Ja, aber das passiert eben, passiert auch mir immer wieder, wenn ich mich zu sehr in die Noten konzentriere. Immer wieder zwischendurch ausrichten. Das kannst du auch während dem Spielen immer wieder versuchen in diese Lockerheit. Und das machst du immer halt an dieser ersten Phrase erstmal. Und wenn du dich da komplett wohlfühlst, dann gehst du zur nächsten Phrase. Spielst mal nur diese Phrase für sich auch. Und probierst auch da aus. Okay, komme ich mit der Luft durch? Fühle ich mich wohl? Wenn das funktioniert, baust du diese zwei Phrasen zusammen. Und schaust auch da wieder, fühle ich mich wohl? Komme ich an dieser Stelle wirklich mit dem Atmen zurecht? War ich vor der Atemstelle auch wirklich leer, dass ich dann dementsprechend auch entspannt diese Luft einfallen lassen kann? Oder ist es eher so, dass ich noch ein bisschen Luft übrig habe und dann aber trotzdem irgendwie sogar einen stimmhaften Einatem habe? Ja? Also das Optimale wäre, ich wäre leer, zu Ende gespielt, bin wirklich leer und dann lasse ich den Atem einfallen. Egal jetzt, ob durch Mund oder Nase, aber du hast den Einatmen jetzt kaum gehört. Also ein bisschen hört man schon und das ist auch okay, aber es ist nicht diese oder nicht, dass du da so irgendeine Stimme mit dabei hast, weil dann bist du schon wieder in der Spannung. Ne? Und wie kannst du das lösen? Nur das nochmal schnell zwischendurch. Versuch, deinen Unterkiefer ein bisschen fallen zu lassen und den Vokal A zu formen. A. Wir sprechen natürlich A aus, das ist eine Ausatmung, ah, aber diese Formung allein und dabei wieder einatmen, das ist dann stimmlos. Und das probierst du. Ja? Und das ist eben auch zum Üben. Und dann wirst du jetzt vielleicht sagen, ja, aber das dauert ja voll ewig. Das dauert ja ewig, bis ich dann durch ein ganzes Stück durch bin. Kann sein, du wirst aber immer besser damit. Ja? Am Anfang kann das sein, dass das ziemlich lange und viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber du willst ja auch etwas lernen, was nicht so leicht ist. Das unterscheidet tatsächlich einen Laien von einem Profi dann am Ende. Ja, während der Laie am Ende eigentlich immer außer Puste ist, macht der Profi das eigentlich mit links. Aber was übt der Profi? Eben genau solche Dinge. Ja, und da plaudere ich jetzt einfach aus dem Nähkästchen. Das wissen nicht viele, aber das ist ein wichtiger Aspekt beim Üben, dass du eben auch auf solche Sachen achtest. Eigentlich total banal, aber man lässt sich so verleiten von diesen ganzen Noten, die man immer vor Augen hat, dass man da irgendwie, ich muss, aber ich muss und ich muss mir die Noten drauf schaffen. Ja, manchmal ist man unter Zeitdruck, aber wenn du nicht unter Zeitdruck bist, dann konzentrier dich auf dein Wohlbefinden, dass du immer mit deiner Atmung leer wirst, bevor es dann wieder weitergeht. Ne? Und dann vom Prinzip baust du dann immer größer diese Phrasen zusammen und am Ende ist kein Problem, weil du immer gelernt hast, das hast du schon in deinen Übeprozess integriert, dass du gesund einatmest und nicht irgendwie auf die Restluft noch drauf atmest und die irgendwann noch gar nicht mehr loskriegst. Das ist nämlich dann irgendwann schwer, die loszuwerden. Und falls es mal eine Phrase gibt, wo du noch Restluft hast, aber das irgendwie nicht einteilen konntest und das passiert auch mir und auch in der Auftrittssituation, man kann nicht immer alles richtig machen, dann atme aber vorher aus, bevor du einatmest. Und auch sowas kannst du üben, ne? Dass du bewusst und nicht sagst, okay, ja, mache ich beim nächsten Mal. Nein, mach's bewusst. Du musst es üben. Es geht nicht einfach nur, weil ich nachdenke, ja, mach ich, geht nicht. Man muss es üben. Ja? Also großer Appell daran. Okay, das ist eigentlich das, warum die Kehle zumacht letztendlich. Ne? Achte auf deine Atmung und Körperhaltung und dass du dich immer wieder während dem Spielen ausrichtest. Und ja, dabei wünsche ich dir viel Erfolg, viel Spaß auch beim Ausprobieren. Du lernst sehr viel über dich selbst und das macht doch eigentlich immer Spaß. Man erweitert seine Kenntnisse, man lernt sich selbst besser kennen. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Video. Tschüss!